ist einfach... Was? 0 Uhr? Digga, ich hab mir in die Hose gemacht, Leute. Da ist kein Wasser mehr drinne. Verräterin! Leute... 24 Stunden im Auto gegen Lukas Brawl Stars. Cool! Mina, bist du auch hier? Ja, natürlich. Okay, woo! So, Lukas, ich habe mir sogar Unterstützung geholt und zwar von Mina. Wir gehen jetzt direkt ins Auto und starten die Challenge. Let's go! Leute, kommentiert mit Hashtag Team Pink unter den Kommentaren. Ich antworte auf alle Kommentare zurück, Leute. Let's go! Und heute wird gegrüßt Amanda. Amanda, danke, dass du meine Videos so supportest und kommentierst. Und wenn du als nächstes dran sein möchtest, dann musst du einfach deinen Namen kommentieren. Let's go! So, Leute, Lambo Lukas ist natürlich auch am Start in diesem Video, Leute. Und oh mein Gott, Alter, ihr seht schon, ich habe schon meinen Lamborghini hier vorbereitet für dieses Video gegen dich, Chancel. Und zwar geht es darum, 24 Stunden im Auto zu überleben, beziehungsweise länger im Auto zu überleben als Chancel, Leute. Ich habe mich dafür richtig gut vorbereitet. Ich habe schon auf jeden Fall den Lamborghini hier am Start, der läuft gerade schon warm, Leute. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Snacks schon vorbereitet. Ich habe auch schon einen richtig guten Plan, was ich alles machen werde, um Chancel zu besiegen, Leute. Damit wird sie niemals rechnen, verspreche ich euch jetzt schon, Leute. Und würde sagen, Leute, wir steigen jetzt einfach mal zusammen in den Lambo ein und dann kann die Challenge schon beginnen. Lasst allen ein Like da unten, natürlich hier ein Abo bei Chancel, Leute. Jetzt machen wir unser erstes Schritt rein. Oh mein Gott, Mina sitzt schon drinne. Mina, du weißt, du kannst jetzt nicht mehr raus. Oh mein Gott. Okay, Leute, jetzt setze ich mich rein. Leute, wenn ich jetzt einen Schritt hier rein mache, darf ich nicht raus. Mina, brauchen wir vielleicht noch was? Ich habe meine Tüte vergessen. Oh mein Gott. Ey, fast wäre ich ohne Essen reingegangen. Leute, meine Tüte steht einfach hier. Hier ist es. Ich hätte es fast gelassen. Da sind meine ganzen Snacks drinne. Mina, wieso bist du einfach rein? Eingegangen, ohne zu gucken, ob wir Snacks haben. Das ist doch nicht meine Tüte, das ist doch deine Tüte. Ja, aber das sind doch unsere Snacks, sonst verhungern wir doch. Egal, jetzt, ich mache jetzt meine Füße rein und... Oh, Leute, ich bin jetzt drinne. Hier, Mina, das ist für dich. Danke. So, wir packen das mal jetzt gleich aus. Schauen wir mal, was wir überhaupt alles eingepackt haben. Also, wir haben eine ganze Box Popcorn. Das brauchen wir gleich für unser Kinoabend. Wir müssen ja irgendwie die Zeit vertreiben. Takis, die neuesten Takis, Leute, guck mal. Takis Chris, wer hat die denn schon mal probiert? Eine Hast Switch. Du die schon mal gegessen? Ja. Eine Switch? Wow, wir haben ja richtig krasse Sachen. Das sieht so cool aus, Leute. Heute wird so Spaß machen. Was hast du noch? Auch? Ein Licht, falls es dunkel wird, oder? Ja. Leute, wenn es gleich dunkel wird, guck mal. Wow, Mina, guck mal, wie hell. Boah, so können wir immer wach bleiben, verstehst du? Mhm. Wenn dunkel wird, damit wir nicht verlieren, weil vielleicht schläft Lukas ein und dann haben wir gewonnen. Ja. Verstehst du? Okay, okay, Leute, boah, das mach ich mal aus. Boah, war das hell. Okay, als erstes machen wir uns jetzt einen Film an. So, ich würde sagen, auf jeden Fall einmal hier die Tür zu. Ich muss sagen, auf jeden Fall, die Sitze sind nicht ganz so bequem wie in dem pinken Tesla. Bestimmt von Chancel, würde ich schon wetten, Leute. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die mir Probleme machen könnten. Zum einen der Tank, Leute. Dieser Wagen verbraucht so viel Sprit, das ist nicht mehr normal. Allerdings habe ich ihn extra vor diesem Video nochmal hier voll getankt. Ihr seht das, der ist bei fast 100%. Und genau, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Snacks, die ich vorbereitet habe. Und zwar habe ich einmal, Leute, zu trinken Cherry Freeze Prime. Finde ich richtig, richtig geil. Gibt auch gut Energie, hat gut Vitamine, Elektrolyte und so. Ist natürlich aber auch ein bisschen ungesund, aber egal, Leute. Dann habe ich auf jeden Fall natürlich noch die Paul Berger Limo. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, Leute. Dann habe ich auch was Geiles hier zu snacken, die Mr. Beast Schokolade, ne? Dann habe ich tatsächlich auch noch richtig seltene Takis für heute vorbereitet. Und zwar die Original-Takis. Das sind die ersten Takis, die rausgekommen sind, Leute. Und, Leute, auch eine richtig geile Sache. Das werden jetzt vielleicht ein paar von euch ein bisschen eklig finden. Aber ich habe hier eine leere Flasche vorbereitet. Und tatsächlich, ja, falls ich mal unbedingt dringend auf Klo muss, kann ich das hier reinmachen auf jeden Fall. Das heißt, dafür muss ich nicht das Auto verlassen. Ich bin ja jetzt auch schon seit ein, zwei Minuten drin. Die Challenge hat schon gestartet, Leute. Ich würde sagen, das stellen wir jetzt mal zur Seite. Ach so, und ihr seht schon, ich habe eine Jogginghose angezogen. Und zwar ist das eben meine, ja, bequemste Hose, die ich jetzt tatsächlich so im Kleiderschrank hatte, die jetzt gerade nicht in der Wäsche ist. Und ich würde sagen, ich schneide mich jetzt mal an und dann kann es auf jeden Fall... Und zack, jetzt kann es auf jeden Fall losgehen. Wir machen jetzt auch erstmal eine kleine Spritztour mit dem Lambo. Oh mein Gott, ich habe so Bock, Digga. Der Wagen ist so geil. Der ist gerade noch gar nicht so laut, weil ich habe den noch nicht in dem Sportmodus. Aber wir werden jetzt gleich erstmal ein bisschen rumcruisen im Sportmodus. So, das ist der normale und jetzt kommt Sport. Okay, ich weiß nicht, ob ihr schon Unterschied hört, weil ich habe ja hier ein Mikrofon am Mund, Leute. Ne? Aber. Oh mein Gott, Bruder.
Ey, ich werde auch so einen kranken Soundcheck für euch raushauen, wenn ich den Wagen warm gefahren habe. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen durch die Gegend, ne? Machen den Wagen mal ein bisschen warm. Und dann muss ich auch schon gleich, glaube ich, die ersten Snacks zu mir nehmen, Leute. Ich habe tatsächlich nicht so viel gegessen. Ich habe auch ziemlich Hunger. Wir müssen auf jeden Fall auch noch in den McDrive gleich. Aber erstmal machen wir jetzt eine kleine Spritztour. Let's go. So, Leute, tatsächlich fahren wir jetzt auch auf die Autobahn. Und dann geht es jetzt auf jeden Fall einmal richtig ab, sage ich euch. So. Oh mein Gott. Oh, Digga, Bro. Ey, es macht so Bock, einfach nur mit diesem Wagen zu fahren, sage ich euch. Ne? Das ist geisteskrank. Deswegen, die 24 Stunden werde ich easy überleben. Bis dahin ist der Elektroakku von Tesla, von dem pinken Tesla sowieso schon leer, Leute. Und mein Lambo läuft dann noch richtig. So, ich würde sagen, let's go. Oh, Bro. Geisteskrank, Junge. Wisst ihr, wer der Verlierer ist? Der Verlierer ist der, der abbricht oder einfach auf Toilette geht. Leute, bei dieser Challenge dürfen wir nicht mal auf Toilette. Das wird so eine harte Challenge. Mina, hältst du es aus? Ja. Hast du gemerkt? Deswegen habe ich hier kein Getränk mitgenommen. Was aber eigentlich auch schlecht war. Nicht, dass wir Durst bekommen. Ey, die Takis sind richtig scharf. Mina, auf jeden Fall, Leute, let's go. Ihr habt's verstanden, die Regel. Und wir gucken jetzt einen Film. Also, Leute, ich weiß nicht, ob Lukas das auch hat, aber wir können Netflix gucken, Disney Plus, YouTube. Was sollen wir gucken, Mina? Disney Plus. Okay, wir nehmen mal Disney Plus. Leute, da gibt's coole Filme. Was ist deine Lieblingssorte von Popcorn? Salzig. Meins ist süß. Leute, ich esse jetzt süße Popcorn. Sorry, dass ich kein Salz habe, ja? Leute, kommentiert mal, was ist eure Lieblingssorte? Mmh, schmeckt das lecker. Aber unser größter Fehler war, dass wir nichts zu trinken geholt haben. Oh oh. Leute, wisst ihr was? Wir haben uns jetzt doch entschieden, YouTube zu gucken. Mina, mach mal unser neuestes Video an. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Mina, Mina. Guck mal, ich habe hier einfach Wasser gefunden. Schau mal. Oh, mit Eiswürfel. Das habe ich heute früh hier drin gelassen. Hier. Aber was ist, wenn wir auf Toilette müssen? Aber wir müssen Wasser trinken, Mina. Wir müssen. Ich habe aber gar keinen Durst gehabt. Okay, Leute, ich trinke auf jeden Fall. Was machst du? Ich gucke Shorts. Leute, sie guckt einfach meine Shorts. Ja, lachst du dich gerade wirklich kaputt wegen unseren Shorts? Leute, schaut hier eigentlich unsere Shorts? Kommentiert mal. Guck mal, was für große Schuhe Mina hier anhatte. Ist nicht ihr Ernst? Aber soll ich dir mal was sagen? Ich habe die Schuhe gerade an. Guck mal. Leute, ich habe einfach die riesen Boots gerade an. Die waren zu kuschelig. Ich musste die anziehen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal hier an eine gute Stelle raus. Und dann werden wir schon mal die ersten Snacks zu uns nehmen, Leute. Wir fahren jetzt einfach mal hier bei so einer Raststätte oder sowas raus, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. So, Leute, ich bin jetzt hier an einer Autobahnraststätte rausgefahren, weil, ja, ich habe ja ein bisschen Durst, Leute. Und ich würde sagen, wir starten hier mit der Cherry Freeze Prime, Leute. Die ist übrigens auch so leicht pink hier unten, ne? Also auf jeden Fall hier liebe Grüße an Team Pink von Team Burger Pommes, Leute. Und ich würde sagen, let's go, wir öffnen mal. Let's go. Die finde ich richtig geil, die Sorte. Das ist meine Lieblings-Prime-Sorte, falls ihr es noch nicht wusstet. Richtig geil nach Kirsche, Leute. Und darauf habt ihr, glaube ich, auch gewartet. Die Original-Takis. Das sind wirklich seltene Takis. Die gibt es kaum noch in Läden, weil das ist die erste Takis-Sorte, die jemals rausgekommen ist. Leute, für später, habe ich gar nicht euch erzählt, habe ich natürlich übrigens noch meine Nintendo Switch dabei. Die ist auch komplett aufgeladen. Das heißt, später können wir auch noch mal in Ruhe zocken. Ich würde sagen, Leute, die Takis werden geöffnet. Alter, Junge, 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 Junge. Also Leute, so sehen die aus. Die sind echt so dunkelrot. Erinnern so ein bisschen an Nitro, würde ich sagen. Vielleicht so Fuego, ich weiß gar nicht, so von der Farbe. Ja, ja. Digga. Ich finde, die schmecken wie Nitro, aber nicht so scharf. Und nicht so sauer. Also meiner Meinung nach sind die geiler als Nitro und Fuego. Aber Leute, ihr könnt ja vielleicht auch mal ausprobieren, wenn ihr die irgendwo findet. Die ist aber echt selten. Und Leute, es ist Zeit für die Mr. Beast Schokolade. Da habe ich auch Bock drauf. Wie das knackt, ey. Geil. Ich glaube, hört sich jetzt komisch an, aber ich bin echt ultra müde. Ich werde die ganze Nacht noch Videos drehen. Ich mache jetzt einfach mal ein Mittagsschläfchen, Leute, hier im Lambo. Und wenn ich den Mittagsschlaf gemacht habe, habe ich bestimmt schon Hunger. Und dann fahren wir durch den McDrive, würde ich sagen. Ich stelle hier mal die Kamera auf, ne? Dann könnt ihr mich hier ein bisschen beim Mittagsschlaf beobachten.
Bis später, Leute. Chantel. Ja, Mina, ich bin eingeschlafen. Tut mir leid, okay? Ist voll langweilig. Lass uns Switch spielen. Oh, ach so, okay. Zeig mal, was für Spiele wir haben. Leute, spielt ihr eigentlich auch Switch? Was steht da? Mario. Mario, das neueste Mario, Mina. Lass doch Mario spielen. Hier können wir auch zu zweit spielen. Leute, eine Abwechslung braucht man auf jeden Fall. Deswegen spielen wir jetzt Switch. Eigentlich können wir auch Roblox spielen. Sollen wir lieber Roblox spielen? Ja. Noch cooler. Leute, wir spielen jetzt Roblox. Oh mein Gott, Leute. Bei Roblox gibt es einfach Millionen Spiele. Spielt ihr eigentlich Roblox? Kommentiert mal. Auf meinem Zweitkanal habe ich ein Roblox-Video hochgeladen. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Da kommt jede Woche ein neues Video. Werde berühmt auf Roblox? Ja. Wie vierte Level bist du da? Ich habe 30.000 Abonnenten. Was? Du hast 30.000 Abonnenten? Oha, voll cool, Leute. Roblox ist richtig krass. Da kann man sich so Fans machen und so Geld verdienen und so. Richtig lustig. Dann wird man YouTuber. Man muss Tänze machen. Tänze? Also Shorts. Ja. Oh, wie cool. Oh, Alter, Leute. Oh, Alter, ihr seid immer noch da, Bruder. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange ich geschlafen habe. Ich muss mir jetzt erstmal auf die Uhr gucken, Leute. Ey, was, Digga? Ich habe einfach 1,5 Stunden geschlafen, Digga. Das ist easy free Zeit. Und Leute, ich merke tatsächlich aber, oh, oh, die Blase drückt, glaube ich, gerade schon ein bisschen. Aber ich kann es auf jeden Fall noch aushalten. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auf zu McDonald's. Und ja, dann schauen wir mal, was wir dort bestellen. Ich würde sagen, Burger Pommes auf jeden Fall, Leute. So muss das. Und einmal natürlich in den Sportmodus. Der andere Modus ist für die Geringverdiener. Nee, Spaß, Leute. Bild mir nichts darauf ein, dass ich einen Lamborghini habe, ne? Nochmal kurzer Real Talk hier, Leute. Weil viele denken ja, nur wenn man einen Lamborghini hat, dass man abgehoben ist oder arrogant. Aber ich sehe das jetzt gar nicht so. Für mich ist das immer so, Leute, ihr müsst wissen, das war mein größter Traum schon als Kind. Ich hatte Lamborghini-Poster an der Wand hängen. Ich habe mir immer Lamborghini-Videos angeguckt. Ich fand diese Autos ultra geil schon als Kind. Ich habe mit Lamborghinis schon gespielt als Kind. Für mich ist das einfach so, ich habe mir das selbst gegönnt, Leute, für meine harte Arbeit. Ich habe 5 Jahre lang jeden Tag hochgeladen auf YouTube, ohne einen Tag auszulassen, wisst ihr, wie ich meine? Und ja, fast schon 2 Millionen Abonnenten. Und für mich ist das einfach so ein, ja, eine Belohnung für mich selbst. Und ich habe mir das verdient, meiner Meinung nach, Leute. Natürlich bin ich extrem dankbar. Ich habe das euch hauptsächlich zu verdanken. Weil ohne jemanden, der die Videos guckt, ne, funktionieren die Videos ja eben auch nicht. Aber erstmal Gas geben! Ich würde sagen, jetzt genug gelabert. Wir fahren jetzt zu McDonald's, Leute. Leute, wir bestellen uns jetzt Cheeseburger. Mia, willst du auch einen Cheeseburger? Okay, bestellen 2 Cheeseburger. So, Leute, das heißt, unser Lieferer müsste gleich kommen. Also, wir haben jetzt einfach bestellt und der müsste jetzt zu unser Auto kommen. Der weiß einfach, wo unser Auto ist. Ich habe so einen Standort geschickt. Hast du schon mal ins Auto Cheeseburger bestellt? Mm-mm. Ich auch nicht. Leute, auf jeden Fall warten wir jetzt auf unser Cheeseburger. Der wird gleich kommen. Und in der Zeit essen wir noch ein paar Takis, oder, Mina? Ja. Okay, Leute. Scharf. Ist egal, soll richtig scharf sein. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Wasser übrig. Nur ein bisschen. Egal. Wird schon reichen, oder? Also, wir essen jetzt bei 3, okay? 1, 2, 3. Oh, scharf, scharf. Ich nehme mal Wasser. Nein, ich nehm's. Ich nehm's. Nein. Leute, jetzt streiten wir uns noch um Wasser. Ich nehm's. Gib mir. Nein, gib's mir. Nein, du gibst mir. Nein, ich sterbe gleich. Ich sterbe. Emina, da ist kein Wasser mehr drin. Du Verräterin. Es tut mir leid. Ich hoffe, der Lieferer wird dir eine Cola bringen oder so. Ich hasse dich. Tut mir leid, Mina. Hier ist nichts mehr drin. Kein Wasser mehr. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen noch 24 Stunden... Es gibt noch Eiswürfel. Da gibt es Eiswürfel drin. Ja. Wir essen jetzt die Eiswürfel. Oh mein Gott, Leute. Da kamen wirklich noch Eiswürfel raus. Denkst du, das reicht an Wasser für uns beide? Ja. Okay. Abkühlung. Die scharfen Chips. Lecker. Leute, wer von euch liebt auch Eiswürfel essen? Was passiert, wenn die Eiswürfel fertig sind? Dann haben wir gar nichts mehr. Können doch zum Lieferanten McDonald's. Aber ja, theoretisch schon. Aber jetzt haben wir einfach 2 Cheeseburger bestellt, ohne etwas zu sagen. Soll ich ihn kurz anrufen? Ja. Okay, wo ist unser Telefon? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir auch noch unser Telefon. Okay, gib mal her. Leute, wir müssen auf jeden Fall jetzt unseren Lieferer anrufen. Okay, ich rufe jetzt den Lieferer an und frage. Hallo, Lieferer, können Sie mir vielleicht noch Getränk holen? Was? Sie sind schon unterwegs und haben nur 2 Cheeseburger eingepackt? Ach, alles gut, egal. Bringen Sie uns einfach die Cheeseburger. Mina, was machen wir jetzt? Lass uns bei einem anderen McDonald's
bestellen. Oh, tschüss, tschüss. Wie denn aber? Wir haben doch jetzt schon bestellt. Der kommt jetzt. Also wirklich, ich hoffe, wir überleben das jetzt ohne Wasser. Leute, das wird eine richtig schwierige Challenge. Also bleibt auf jeden Fall dran. Sie isst einfach noch weiter. Ist nicht ernst. Oh mein Gott, Digga. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin da immer noch sehr, sehr unsicher mit dem Lamborghini manchmal in McDrive. Da muss ich jetzt richtig aufpassen. Ja, klar. Hallo, ich hätte gerne eine Happy Meal. Alter Leute, 5,75 Euro. Sagen Leute, wir sind jetzt auch im McDrive. Können eigentlich einmal Soundcheck hier drin machen, Leute. Ne? Kann man ja einfach denken, ich habe mich ein bisschen verschaltet, Leute. Weil hier ist ein Tunnel. Hier ist immer guter Sound. Moment. So, Leute. Digga. Oh mein Gott, war das laut, Bro. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, Digga. Eieiei. Leute, wir fahren jetzt auf jeden Fall vor. 5,75 Euro kostet das Ganze. Und ja, sagen wir bezahlen das Ganze. Let's go. Okay, Leute, Happy Meal abgeholt. Okay, Leute, ihr seht schon, hier ist unser Happy Meal einmal. Alter, Digga, Sonic Happy Meal. Oh mein Gott, wie geil. Digga, das wusste ich gar nicht. Ist ja richtig cool. Dann haben wir einmal hier Fruchtquatsch. Wasser haben wir einmal noch, ne? Und Ketchup. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Fruchtquatsch. Leute, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe den lange nicht mehr getrunken. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch schmeckt. Ist okay. Was ist das denn genau? Ah, Fruchtpüree aus Äpfeln, Nektarinen und Erdbeeren. Nee, ist eigentlich ganz geil. Ist ja auch ziemlich gesund. Und jetzt kommen wir zum Sonic Happy Meal. Alter, ich wusste gar nicht, was haben die denn da aktuell für Spielzeug drin? LOL! Sonic! Ist ja richtig geil, Digga. Alter, okay, geil. Ich habe ja hier so richtig Sachen zum Spielen. Wenn mir langweilig ist im Lambo. Okay, Leute, ich würde sagen, wir stellen das Happy Meal kurz beiseite. Und ich versuche das mal ganz kurz aufzubauen. Zack, und ihr seht schon, hier haben wir unser fertiges Skateboard aufgebaut von Sonic. Leute, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Da kann ich ein bisschen, wenn ich Langeweile habe, mit dem so spielen oder so, keine Ahnung. Jetzt ist es aber soweit für Burger Pommes. Leute, ich bin ja der Burger Pommes Profi, deswegen schaut zu und lernt, wie man einen Burger Pommes macht. So, man klappt den Cheeseburger auf. So, Leute, ihr seht, zack. Dann dreht man ihn um, ja, ganz wichtig, Leute, weil die Pommes müssen unter den Deckel. Dann macht man ganz vorsichtig, ja, den Deckel ab. Jetzt nimmt man so eine richtig gute Handvoll Pommes, am besten noch ganz warme Pommes, ja. Die müssen crunchy sein, Leute. Und dann macht man den Deckel wieder drauf und dann hat man seinen fertigen Burger Pommes. Macht es auf jeden Fall nach. Ich kann euch so viel sagen, es ist geisteskrank lecker. Okay, Leute, ich würde sagen, auf geht's, wir testen den Burger Pommes. Richtig geil. So, Leute, und ich werde auch, glaube ich, dazu mir einmal hier die Paulberger Limo öffnen. Let's go. No joke, 10 von 10, Digga. Oh mein Gott, Moment mal kurz. Nein, Leute, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe in meinem Lambo gar keinen Getränkehalter. Leute, weil schaut euch mal um. Der Lambo hat keinen Getränkehalter. Das heißt, wenn ich losfahre, wird die Dose umkippen und mein ganzer Lambo ist versaut. Nein, wie kann ich so dumm sein, Junge? Was hast du gerade gesagt? Popcorn macht keinen Durst? Popcorn macht die Schärfe weg. Dein Ernst? Mhm. Okay, aber gleich wirst du doch bestimmt durstig. Egal, lass mal du dein Popcorn. Wir sind ja zu zweit. Falls einer von uns rausgeht, zählt das? Also, ich meine, wir sind ja zwei. Wir müssten ja beide raus, oder? Zum Beispiel, wenn ich rausgehe, haben wir noch nicht verloren. Leute, was sagt ihr dazu? Wenn einer von uns schon rausgeht, hat schon verloren, oder? Nein. Lass einfach stark bleiben. Wir schaffen das, Mina. Wir schaffen das. Dings, Lukas soll mal verlieren. Mann, Johnson, wo bleibt unser Essen? Ich hab Hunger. Ey, ich bin schon wieder eingeschlafen. Unser Essen? Oh, da ist jemand. Mina. Oh, hallo. Ja? 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 Ihr Essen bitte? Genau, wir haben bei McDonald's bestellt. Ja. Haben Sie gar kein Wasser für uns? Tut mir leid, was haben Sie nicht bestellt? Ich weiß, oh Mann. Aber es wäre besser, dann müssen Sie nicht so oft auf Klo, ne? Ja, tschüss. Gut, tschüss, tschüss. Okay, irgendwie hatte der Mann recht. Er hat gesagt, besser, sonst müssen wir nicht auf Toilette und so. Ja. Okay, egal, dann essen wir jetzt die Burger. Leute, das lassen wir uns auf jeden Fall jetzt schmecken. Ist das lecker. Mina, was sagst du dazu? Lecker. Oder? Schmeckt richtig gut. Wie viele haben wir eigentlich? Er hat auch so viel mehr eingepackt. Egal. Guck mal, wie viele haben wir? 10 mal kurz. Wir haben noch 2. Er hat einfach 4 eingepackt, obwohl wir 2 bestellt hatten. Ich glaube, er wusste, dass wir nachher noch essen. Er wusste, dass wir campen, oder? Ja. Okay, dann essen wir jetzt einen Burger und einen Burger noch um 0 Uhr, okay? Lass mir ihn schmecken.
Bruder, ich muss so dringend pinkeln von dieser Paulberger Limo, Bro. Alter, ich hab's nicht ausgehalten, Leute. Ich bin jetzt hier auf den Parkplatz rausgefahren. Leute, ich glaube, es ist jetzt soweit. Ich muss meine Flasche verbrauchen dafür jetzt, Leute. Ich werde jetzt hier reinpinkeln. Ich werde das jetzt natürlich euch nicht zeigen, weil das ist echt mega, mega unangenehm natürlich, Leute. Ich würde sagen, bis gleich. Hey, Leute, ey, das war das beste Gefühl, sage ich euch. Oh mein Gott, ey, ich fühle mich so befreit. Leute, ich konnte natürlich jetzt leider keine Hände waschen, also... Wenn ihr mich jetzt treffen solltet, gebt mir bitte nicht die Hand, ne? Aber Leute, ich habe so unglaublich viel gepinkelt. Das ist unnormal, Bro. Schaut euch das an. Fast die ganze Flasche, Junge. Ich fahr jetzt einfach mal weiter. Tatsächlich geht die Sonne auch schon langsam unter. Ich weiß nicht, ob man das sieht, Leute. Die Sonne ist da. Die geht jetzt schon fast unter. Vielleicht melde ich mich auch jetzt gleich wieder bei euch, wenn es schon dunkel ist, Leute. Mal gucken. Let's go. Hast du gerade unser Wecker gehört? Ja. Es ist einfach... Was? 0 Uhr? Okay, okay. Ey, das ist schon krass, dass wir jetzt bis 0 Uhr... Komm, wir haben doch gesagt, wir essen um 0 Uhr noch einen Burger. Leute, das ist jetzt unser letzter Burger. Unser Magen hat ein Riesenloch. Wir haben kein Wasser. Hast du schon Durst? Oh, ich will langsam auch die Challenge beenden. Denkst du, Lukas hat schon verloren? Ja. Ja, oder? Was denkst du, was er alles so zum Essen gegessen hat? Bestimmt auch Burger. Ich kenne ihn gut. Er isst doch immer Pommes und Burger und so. Leute, Team Pink ist auch Burger. Wir lieben Burger. Oh Mann, Mina. Schon echt eine schwierige Challenge hier, die gerade hier abläuft. So, Leute. Ey, Bro, wir haben jetzt schon echt spät nachts. Also, ihr seht schon, Leute. Fahr jetzt mal kurz auf den Parkplatz, Bro. Ich muss jetzt echt ein bisschen zocken, um wach zu bleiben, Bro. Ich will nicht einschlafen und mir in die Hose pinkeln. So, Leute. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall auf den Parkplatz gefahren vom Rewe meines Vertrauens. Und Leute, ihr seht schon, der ganze Parkplatz ist komplett leer. Denn wir haben es schon, ihr seht es hier, Leute, hier 22.32 Uhr. Und ja, ich bin tatsächlich schon den ganzen Tag im Auto. Oh, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt echt mal Switch zocken. Ich habe die Switch jetzt rausgeholt, die habe ich mir extra noch mitgenommen. So, Leute, denn wir spielen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Mario Kart hier im Lambo zum Zeitvertreib. Ich würde sagen, einfach Grand Prix, machen wir das schnellste, Leute. Wir sind ja hier auch im Lambo, deswegen 200 CCM. Leute, ich nehme meine Main-Kombi, zack. Ja, Mario Kart jetzt nochmal zocken hier, Leute, auf entspannt im Lambo. Hey, Digga, ich muss auch so dringend pinkeln wieder, Leute. Ey, es ist wirklich so anstrengend. Also, Leute... Ihr seht hier, ich zocke jetzt mal kurz weiter und erzähle ein bisschen, wie mein Tag war. Ich habe nochmal geschlafen tatsächlich im Lamborghini. Ja, und deswegen, Leute, ja, Bruder, ich weiß, ich war echt um ehrlich zu sein, ein richtiger mieser Tag. Ich habe richtig Kopfweh von dem Motor. Ne? Ich will mich ja auch nicht beschweren, Leute, ne? Man beschwert sich ja nicht, wenn man ein Lambo hat. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ich bin ganz ehrlich zu euch, ja. Und ich hoffe, ich habe die Challenge einfach gewonnen. Und ich muss auch echt, Digga, ich muss so dringend pinkeln. Oh mein Gott. Ich halte es kaum noch aus, Digga. Oh mein Gott, komm, nur noch das Rennen, nur noch das Rennen. Ich muss so dringend auf Klo. Ich muss so dringend auf Klo, Mann. Aber ich will jetzt nicht das Rennen aufgeben, Leute. Wir sind gerade Erster in der dritten Runde. Come on, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch hier den ersten Platz holen. Oh, oder? Oh, nein! Oh, Digga, ich hab mir in die Hose gemacht, Leute. Oh mein Gott, nein, oder? Leute... Oh mein Gott, ich hab verloren. Ich muss jetzt aussteigen, Leute. Ich sag ehrlich, das war's mit der Challenge. Ich muss jetzt meine Hose wechseln gehen. Leute, und damit, Hansel, du hast gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich gewonnen habe oder sie. Leute, wer länger drin war, aber lasst ein Like da. Ciao, ciao. Oh, mein Telefon klingelt. Guck mal, das ist Lukas. Das ist Lukas. Ich geh mal ran. Warte, und jetzt. Hallo, Lukas? Ja, hi, ich bin's. Hast du verloren? Ich hab die Challenge leider verloren. Ich hab in die Hosen gepullert. In die Hosen gepullert! Du hast gewonnen, Chantelle. Ja, Mina, wir haben gewonnen! Komm, wir können jetzt raus! Mina, wir können jetzt raus! Komm, erster Schritt! Woo! Mina, komm raus! Wir haben gewonnen! Was sagst du dazu? Cool, wer da ist! Warte, woher wusstest du, dass wir jetzt genau ich rausgehen? Mal schauen, was ihr so macht und Mina. Ihr wart so lange weg. Oh mein Gott! Mina, ja! Ey, herzlichen Glückwunsch! Lukas ist heute der Loser. Danke! Boah. Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!